auch. Boah, der ist richtig in dem Wald drin. Das habe ich so auch noch nicht gesehen. Normal immer nur auf Wiesen. Finde ich cool. So, wir wandern jetzt A9. Keine Ahnung, was das ist. Das hängt hier so im Baum rum. Und von der anderen Seite hängt das da so raus. Da komme ich nicht hin. Vielleicht springt da irgendwas raus. Ist das offen von oben? Jo. Ist offen. Aber was soll das denn sein? Komisch. Da muss ich jetzt durch. Guck dir das an. Das sind ja nicht nur wilde, das sind ja richtig große. Sind das große Wilde? Da hat der Marc schon alles aufgegessen. Da hingen gerade auch so 10 Stück mindestens. Das ist doch hübsch. Hundeporträt, Mosaik. Was auch immer. Nett. Das Fahrrad ist süß. Ich mache ein Foto. Ja? Ich mache ein Foto. Aha, guck mal, Kirschbaum. Ja. Kirschbaum. Sind aber auch schon so ein bisschen rosinig. Oh, cool. Und der Marc hat aufgepasst. Was ist denn das hier? Weiß das einer? Das sind auf jeden Fall keine Kirschen. Sieht eher aus wie luftige Weintrauben. Die sehen doch ein bisschen aus wie wie wilder Wein, die Beeren an sich. Aber ist natürlich Quatsch, Leute. Quatsch. Ist ja ein Baum. Marc, Eigenartig. Wir kommen heute nicht weit. Darf ich dich eigentlich filmen? Doch. Du bist ja eh schon ein YouTube-Star. Ich Oh, sorry da. Boah, ist der noch voll hier. Drüber filmen. Jetzt ist die Jenny auch mal gerade durch. Das weiß ich nicht mehr. Das sah erst aus wie Beinwell, aber ich glaube, das ist es nicht. Und das andere dazwischen, ist das diese Kornblume hier? Nee, Kornblume sind die roten da. Das ist doch Mohn. Ja, Mohn, genau. Ach so, Mohnblumen heißen auch Kornblumen. Doch, ja. Ich dachte, wie heißen denn die blauen hier, die lila-blauen? Bin verwirrt. Da sind noch Sonnenblumen zwischen. Und ich hätte gedacht, das ist Beinwell. Aber könnte das auch Borretsch sein, Leute? Das muss ich gleich mal googeln. Und was ist das Rote hier? Das kenne ich auch nicht. Anke, ich brauche dich. Anke, Hilfe. Aber hier fliegt und summt und Schmetterlinge und Insekten und Schwalben. Das ist so schön. Da sind noch rosane. Ein Stiefmütterchen. Stiefmütterchen, wo? Nee, geh weg. Nee, das erinnert mich eher an. An. Ja. Gerberas, diese Nein, die man auch essen kann. So. Echinacea, wie heißen die denn nochmal auf Deutsch? Kriege ich gerade nicht hintereinander. Weil es fällt mir gleich wieder ein. Fällt mir gleich wieder ein. Nein, aber das, was ich wo ist es denn? Hier, das ist Borretsch. Ich habe es gerade gegoogelt. Das da. Das ist Borretsch. Und da sind ja noch kleine gelbe zwischen. Und die hier, die sind ja völlig abenteuerlich. Das hier. Keine Ahnung. Boah, Anke. Wir müssen mal wieder spazieren gehen. Ich habe es vergessen. Aber welche sehen aus wie so kleine Häuschen, so kleine runde Häuschen? Ja. Spannend. Da gehe ich nicht dran. Ich weiß nicht, was es ist. Auch da darf mir die Anke noch mal helfen. Nee, den habe ich auch noch nicht gezeigt. Den kann man auch gut essen. Aber hier ja nicht, ne? Da ist er noch mal. Noch mal. Leute, bitte, bitte, bitte. Ich kenne nur das 0815-Programm. Das kenne ich nicht. Neugierig, der Mann. Mir noch alles begegnet hier. Ich hatte gerade das Gefühl, wir haben den Weg verloren.
aber ich glaube, wir sind doch noch richtig. Ja, oh, die Fensterläden sind voll witzig. Jetzt ist es an. Ein Lindenbusch. Lecker. Mega. So hätte ich den auch gerne. Ja, was soll ich mit dem Baum? Da komme ich ja nicht mehr dran. Aber hier. Genau richtig. Da kommt noch einer. Aber zum Blätteressen kann ich den Marc nicht überreden. Hafenland pur. Ganz viele Himbeeren, demnächst Brombeeren und da ein riesen Kirschbaum mit großen Kirschen. Aber da müsste ich auch noch mal eine Leiter mitbringen. Hier auch, überall Himbeeren. Oh, wir kommen heute irgendwie nicht an. Ich glaube, wir müssen ein Zelt aufschlagen. Es ist auf jeden Fall sehr schön hier. Obwohl wir ja jetzt gerade rätseln, wo gucken wir denn jetzt hin, in welche Richtung? Auto, wunderbar. Ist doch wie Urlaub. Ich habe die erste schon gegessen und das erste dicke Korn schon zwischen den Zähnen. Wunderbar. Könnten etwas weicher sein. Aber lecker. Sehr lecker, die sind richtig süß. Und hier gibt es noch richtig, richtig dunkle Kirschen. Herrlich. Der Marc hat es entdeckt. Da passiert was. Guck, zack, nach Hause. Und die nächste kommt. Falls sie sich jetzt nicht von mir irgendwie gestört fühlt. Hilfe! Oh Mann, gut, dass du das gesehen hast. Obwohl, die sind hier echt richtig lecker. Eine Kirschenhecke. Total irre. Der Marc, der schafft das noch, in die Bäume zu klettern heute? Ha? So cool. Guckt euch mal den Boden an hier. Hier ist schon richtig viel passiert. Jawohl, cool. Guck dir den Baum an, einen Kirschbaum. Ein Mammutbaum als Kirschbaum. Ist unglaublich. Guck dir mal an, wie der Ast hier rausgeht. Wenn du das schaffst, da drauf zu balancieren. Guck dir das an. So geil. Wahnsinn. Ich glaube, die anderen Wanderer hier und Radfahrer, die wissen alle gar nicht, was ihnen entgeht hier. Die laufen einfach alle vorbei. Ich find's toll. Jeder einzelne Halm ist ummantelt von diesem schönen anderen Blümchen hier. Das muss Liebe sein. Keine Ahnung, was der Bauer dazu sagt. Und der ist mal richtig hoch, oder? Für einen Maronenbaum. Cool. Und hier an der Angermühle. Schön hier. Aber warum ist denn da jetzt... Ey, wieder mein Hund. Da eine Schranke. Hoffentlich kann man da drum rumgehen. Stein. Mal gucken, ob was draufsteht. Viel Spaß! Und was steht noch? Wupperstein steht da, oder? Ich kann das nicht lesen. Steht da Wupperstein? Wupperstein. @Wupperstein. Nee. Ja, #Wupperstein. #Wupperstein. Schön. Bei uns heißen die Pottsteine. Und ich habe auch meine Kinder dazu aufgefordert, Steine zu bemalen. Da kommt schon wieder Fahne. Bist du Gaga gerade? Kloppt der Hund. Ist nicht meiner. Da ist er wieder. Das wäre nichts gewesen. Ja, ich werfe das Spieli nicht. Wenn ich ihm das Spieli jetzt gebe, dann frisst er das wieder.
Und dann vergisst er das wieder irgendwo. Und dann müssen wir suchen. Und nee, habe ich keine Lust. Wie schön ist es hier. Das ist echt toll. Guck mal. Wir überlegen tatsächlich, ob wir jetzt balancieren gehen. Es bleibt ein Geheimnis, ob wir das wirklich tun. Aber ich muss das barfuß versuchen. Und mein Zeh, guckt ihn euch an. Deswegen laufe ich in meinen Stiefeln, weil der in keinen Schuh passt. Die beiden Jungs, ne? Die sind gerade echt über den Baum gebalanciert hier. Hapu auf dem großen, wo der Marc jetzt drauf sitzt. Und Marc hat aber vorher in der Mitte gesessen und dann kam ein Golden Retriever, 7 Monate alt. Und da habe ich den Marc schon im Fluss liegen sehen, muss ich sagen. Hat aber alles geklappt. Alles gut. Ne? So. Für die Suki jetzt ein bisschen schwierig. Die würde gerne hier hinkommen, aber die ist angebunden. Das geht jetzt leider. Suki, warte! Das geht leider nicht. Da muss sie jetzt durch. Seine 5 Minuten. Ich weiß nicht, was für eine Beere der gerade gegessen hat. Auf jeden Fall tut es meinen Füßen gut da unten. Also mein Zeh, Leute, der ist schon ziemlich ramponiert. Ey, das ist kalt! Das muss man mal einfach so sagen. Ich habe ja keine Ahnung von nix, ne? Aber irgendwie glaube ich, das könnte ein Kapselriss sein. Aber egal, weiß ich nicht, ich habe keine Ahnung. Erinnert mich nur an den Finger von meinem Sohn, als der einen Kapselriss hatte. Aber ist ja auch wurscht, was es ist. Marc, von allen Seiten, wo ist mein Hund? Die Suki, die muss nach wie vor da stehen, weil barfuß kann ich sie nicht halten im Notfall. Und da ist der kleine bekloppte Hund. Hey! Dabei durfte er die ganze Zeit frei laufen, bis auf die letzten 10 Meter, weil da andauernd Fahrräder kamen. Hey, au, das wird jetzt aber gefährlich hier. Das ist auch eklig. Warum müssen Hunde immer so eklige Sachen machen? Ja. Härtet ab. Ist doch echt doof. Das ist Opfer, ne? Beute. Wenn meine Füße sich dran gewöhnt haben und ich ein bisschen weniger Schmerzen habe, dann kann ich die Suki auch hier hinholen. Das mache ich dann auch. Aber jetzt gerade ging das nicht. Ey, gleich triffst du mich. Mann. Jetzt ist der Stock weg. Und der Hund irritiert. Der Stock ist irgendwo da ganz weit weg, das schafft er nicht mehr. Jetzt nimmt er sich einen anderen, pass auf. Hier ist der Falsche. Oh shit, Frau Auer. Denn das arme Tier fängt seinen Stock nicht wieder, der ist aber auch schon da ganz hinten. Weiter, der Hund. Ist das der Wahnsinn? Schön! Noch mehr Füße. Er findet den nicht mehr, weil der ist nämlich jetzt schon da hinten. Ja. Das Stöckschle, was ich da reingeschmissen habe. Das war schneller in dem Strom da, als ich gucken konnte.
Ja. Tut sogar richtig weh. Wie bei dir auch? Ich dachte, das bin immer nur ich, wo es weh tut. Hapu, es tut mir leid. Ja, er sucht immer noch. Wie war das mit dem, was wartet durch die Sümpfe oder so? Ich bin mir nicht sicher, ob das erkennbar ist. Aber da oben ist was. Gibt es auch ein ganz in weiß, ne? Ja, aber das ist jetzt ein Graureiher oder ein Fischreiher? Das weiß ich nicht so genau. Auf jeden Fall kein Storch, denn bei dem Lied handelt es sich ja um den Storch. Aber wir haben hier wieder Kirschen genascht. Und dann haben wir ihn gesehen. Und da oben fliegt Bussard. Kann ich nicht erkennen. Wieder dieses Kunstwerk. Ich glaube, letztes Mal habe ich es vergessen zu filmen. Aber ist ja wohl der Hammer, was da mitten im Feld steht, oder? Aber da ist noch ein Reiher. Aber den könnt ihr erst recht nicht sehen. Siehst du ihn? Marc? Da ist noch einer. Hast du ihn? Ja. Die sind irre, ne? Da ist noch was im Feld, aber der ist schwarz. Keine Ahnung, was das ist da. Schwarzer Rabe oder ein Huhn? Ein Rabe, ne? Jetzt wissen wir auch, was da mitten im Feld steht. Mann im Hirschgeweih. Weil sie sich was anderes überlegen, weil boah, sieht das hier aus. Da oben ist die A3. Oh Gott im Himmel. Meine Güte. Irre. Aber es gab schon Zivilisationen auf der Erde, die ganz andere Bauwerke hinbekommen haben. Ne? Und da gab es nicht so tolle Kräne. Die Frage ist, wie hat das funktioniert? So, jetzt aber. Da ist noch ein Pottstein versteckt im Wasser. Unglaublich. Ganz viel Wasser hier. Ich habe euch gezoomt. Ich zoome euch mal zurück. So sieht's hier aus. So, hier ist ein Pferd versteckt. Wer kann es denn sehen? Ich habe es erst gesehen, nachdem ich das Schild gesehen habe. Für mich ist das ein bisschen verunstaltet, das Pferd. Sieht eher wie ein Flusspferd aus. Ja, weil der Kopf ist doch nicht mehr zu erkennen. Komisch. Aber da steht Pferd, nicht Flusspferd, sondern Pferd. Da. Fertig. Hier ist nochmals Jakobskreuzkraut. Und da kommen wir her. Also ich denke, so ungefähr 10 Kilometer waren es. Was meinst du, Marc? Wenn das so stimmt, denke ich mal. Ich bin mir jetzt gerade nicht so sicher, aber ich glaube, es waren 10. Wir haben A9 nicht gelesen. Ach, das hätten wir an dem einen Schild machen müssen. Nicht hier. Ah, nein, nein. An dem anderen Schild, wo dann die Linkskurve, wo wir nach links richtig abgebogen sind. Wo rechts dieser Hirsch mit dem Typen im Geweih war. Da hätten wir gucken dürfen, wie da steht drauf auf dem Ding, meine ich, wie lang A9 ist. Weil hier steht es nirgendwo. Aber ich meine ja auch, A9 fängt irgendwo da oben an, wo wir jetzt hingehen. Ne, da war ja auch schon ein A9-Schild. Ah, alles nicht so einfach. Schluss. Gibt's noch? Na? Johannisbeeren. Unglaublich. Unglaublich. Tada. Wir sind fertig. Melone.
Und um Mädchen. Und wer möchte, kann auch Brennnesseln essen. Da ich ein bekanntlich eine Memme bin, geht das nicht.